Wie man vorhin sehen konnte, das Brett auf der linken Seite ist ein bisschen instabiler, dadurch, dass die Schiene oder das Brett nicht bis nach vorne durchgeht und es darauf liegen kann, so wie auf der rechten Seite. Deswegen muss ich das halt mit einer Stütze etwas unterstützen. Das funktioniert aber eigentlich ganz gut jetzt von der Verteilung her. Man merkt natürlich klar, das Material gibt ein bisschen nach, das Brett ist halt Holz. Ja, aber es funktioniert super. Man kann da viel, viel mehr Druck aufgeben als davor. Da hat sich dann immer in der Mitte dann hinten das Brett hochgehoben. Das ist halt blöd. So bleibt es schön liegen und ja, es funktioniert auf jeden Fall. Die Stütze habe ich jetzt aber so gemacht. Ich meine, jetzt sieht das so aus, als wenn das so ein dickes Ding ist. Aber es ist eigentlich ein flaches Brett, was ich halt um 90 Grad auf der einen Seite hochkanten kann. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Stabilität auch in diesem Fuß drin. Ne, dann, ja, wenn du Druck drauf gibst, dann drückt sich das nicht ein, sondern bleibt recht stabil. Und ja, das habe ich auch so gemacht aus dem Grunde, wenn ich es flach habe, kann ich es jetzt flach nach hinten wegklappen. So habe ich dann halt ein sehr geringes Baumaß. Und das stört mich dann später im Alltag nicht, wenn das Ding, wenn das Bett mal hochgeklappt ist und ich unten drum am Rumlaufen bin. Jetzt mache ich noch den Mechanismus, dass es dann auch oben bleibt. Das mache ich mit so einem Scharnier. Da habe ich ein bisschen nachgesucht. Ihr würdet jetzt sagen, warum ist das ein normales Scharnier? Nein, weil die normalen Scharniere, wenn das unten ist, sage ich mal, das wird ja so montiert, kann sich halt losrütteln. Das heißt, wenn ich das einraste, kann das während der Fahrt so nach unten rütteln und dann der Bolzen halt rausgehen und dann fällt das Brett halt runter. Ich habe jetzt eins gefunden, was hier extra nochmal so, ja, so Plättchen hat, die das sehr erschweren, sage ich mal, von A nach B zu wandern. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und ich glaube, dass ich damit das Problem behoben habe. Und auch hier habe ich wieder sehr geringes Baumaß und das ist halt auch wieder praktisch. Schön flach, dass es weg kann und sehr einfach zu bedienen und nicht zu kompliziert. Das setze ich jetzt mal ein und dann hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das ausgedacht habe. Ja. Das Bett ist nach oben geklappt, das ist der Modus für tagsüber, wenn man sich unten drin aufhält. Das ist natürlich perfekt für Tage wie diesen, wo es einfach nur am Schiffen ist. Und ja, dann hat man da drin auf jeden Fall mehr Platz, kann drinnen alles machen, kann sich vor allen Dingen aufrecht hinstellen. Das ist für mich, boah, das ist auf jeden Fall so ein Gamechanger, wenn du das machen kannst. Ja, das bleibt jetzt erstmal so. Das Ganze da oben, da werde ich dann nochmal in Details reingehen und das Ganze später noch schleifen, einölen, damit es ein bisschen resistenter ist gegen Wasser und Schmutz. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Aufteilung unten, weil da soll auf jeden Fall auf der linken Seite noch eine Sitzgelegenheit hin, damit man sich dann noch ganz entspannt hinsetzen kann und man dann auch vielleicht auch mal essen kann, wenn man in dem Fahrzeug drin ist. Und auf der rechten Seite, ja, da soll dann später noch eine Küchenzeile hinkommen. Da kann ich dann jetzt mal schauen mit meinem ganzen alten Holz aus dem vorherigen Ausbau. Ja, wie viel Platz habe ich denn überhaupt für die Sachen, damit das Moped noch reinpasst, damit man gut drin sitzen kann, damit man gut drin kochen kann, bevor ich dann das gute Material zerschneide und dann nachher, ja, das fast schon wegschmeißen kann, weil da irgendwie ein Stück fehlt oder so. Das werden wir jetzt mal testen mit dem alten Material, zersägen das, testen das auch mal vielleicht ein, zwei Tage lang und dann können wir das in Hut bauen. Gerade nicht so viele Schritte zeigen kann. Ich habe meine anderen Akkus zu Hause vergessen und der hier blinkt schon die ganze Zeit. Also
Ja, ich komme langsam voran. Das ist jetzt gerade der Platz des Kühlschranks, hier oben die Theke. Hier werde ich irgendwann noch so Fächer reinmachen. Wie gesagt, das ist erstmal provisorisch, aber es funktioniert schon mal. Gleich wird noch diese Akkubank wird noch rausgeholt, da hinten aus der Ecke, ein bisschen höher gesetzt, falls mal Wasser reinkommen sollte, dass da keine Probleme sind. Aber ich bin damit jetzt schon eigentlich schon sehr gut zufrieden. Also zumindest reicht es, um damit schon wieder mal eine Testfahrt zu machen und zu schauen, ob alles so klappt und was man wieder verbessern kann. Ich habe hier noch Filz, was ich schon mal verwendet hatte, und zwar im Vorgänger von dem Hardtop. Das habe ich mal rausgerissen, weil das ist eigentlich ein recht gutes Filz. Das habe ich damals von Bus for Fun gekauft, 3 mm dick. Ich hatte das und ein günstiges, was ich auf Amazon geschossen hatte, und ich muss schon sagen, das ist deutlich besser. Das andere fing viel mehr an zu fusseln als das jetzt hier. Es wirkt auch robuster und bei der Verarbeitung war es irgendwie auch viel angenehmer zu verbauen. Deswegen, ich hoffe, dass ich hier noch ein paar Stellen habe. Das wird dann halt auch wieder die Seite, die ans Hardtop geklebt wird. Aber ich hoffe, dass hier die Oberseite an manchen Stellen noch gut genug ist und dass die Menge ausreicht, um da vielleicht einmal rumzukommen. Muss ich jetzt gleich mal messen, ansonsten muss ich halt das Günstige erstmal nehmen und irgendwann, wie ich schon mal gesagt hatte, kommt da auch so eine Holzplatte drumherum. Die finde ich optisch schön, wenn die angeschliffen sind und dann geölt. Aber jetzt vorerst zum Testen würde ich mal gucken, ob ich hier noch was rauskriege. Das wäre auf jeden Fall mega. Kurze Pause vom Basteln heute. Ich wurde mal wieder gefragt, ob ich mit dem Pickup helfen kann. Ich soll heute einen Anhänger ziehen. Also ist was schon sehr Interessantes hinten drin für einige von euch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Ich guck mal, wenn ihr es gleich seht, dann wisst ihr, dass ich es machen kann. Ansonsten ja. Ein Kumpel von mir, der Junge, der auf Fehmarn eigentlich wohnt und auch hier aus der Ecke ursprünglich kommt, wo ich wohne, hat mal wieder eine Veranstaltung hier, denn er macht öfters so Veranstaltungen mit Fahrzeugen, und ja, da braucht er halt dieses Fahrzeug, und ja, die Firma, die dieses Fahrzeug hat, wird ihm dieses Fahrzeug einmal zur Verfügung stellen für das Event, ja, weil es halt, wie gesagt, etwas sehr Besonderes ist. Aber vielleicht seht ihr das ja gleich. So, ich mache mich auf den Weg, habe wieder ein bisschen getankt hier gerade. Jetzt hängen wir gleich den Anhänger hinten an und ja, ziehen dann mal das Fahrzeug easy entspannt hinter uns her. So, kleinen Hinweis gebe ich euch, was hinten drin sein könnte. Es ist was anderes, aber es ist schon in ähnlichen Kategorie, sage ich mal, unterwegs. Anhänger ist hinten dran mit einem tollen Fahrzeug drin. Werdet ihr nachher vielleicht auch mal sehen können. Kurz einen Blick reinwerfen. Ja, für jetzt 109 Kilometer oder 110 Kilometer brauchen wir jetzt 2 Stunden 14. Ey, wir fahren genau zur Rush Hour durchs Ruhrgebiet. Eigentlich nicht die beste Idee, aber es ging halt zeitlich nicht anders. Also müssen wir da jetzt mal durch. Was essen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Naja, mal schauen. Abgeladen, ihr habt es gerade gesehen, es ist ein Krämer Porsche, recht seltenes Ding.
Dadurch findet er hier jetzt seinen Platz auf einer Veranstaltung morgen, an der ich nicht teilnehme, weil ich auf einer Hochzeit bin. Genau, aber das haben wir jetzt abgeladen. Gleich geht es jetzt nochmal zu einem kleinen anderen Event, das filme ich jetzt nicht. Und wir sehen uns dann einfach wieder beim Basteln an Hardtop. Also, bis gleich. So, ich bin mal wieder auf dem Weg zum Holzhandel. Weiteres Holz für den Innenausbau kaufen. Schauen wir mal, wie teuer es dieses Mal wird. Ja, nichts, ne? Das kann natürlich immer passieren. Das Lager hat zu. Vor 10 Minuten hat es zugemacht und die geben keine Platten mehr raus. Der Laden hat noch über eine halbe Stunde lang offen, aber die geben halt leider keine Platten raus. Bisschen ärgerlich, wenn man das halt nicht weiß. Ja, schon scheiße. Egal, ich bin jetzt gerade noch mal im Baumarkt gefahren. Da werde ich noch mir so ganz dünne Latten, wenn es das gibt, irgendwie holen. Das wird dann nämlich unter die Decke vom Hardtop werden dann verschiedene Latten drunter geklebt, dass sie einen gewissen Abstand haben, einen gleichmäßigen Abstand, damit ich da dann die Platten später dran befestigen kann. Und ja, mal schauen, was ich da jetzt so finde. Das werdet ihr gleich sehen. Ich lasse die Kamera mal hier. Im Baumarkt habe ich gerade diese Euroboxen mir geholt. Das sollen meine Schubladen werden fürs Erste, ja, für den provisorischen Aufbau. Ich brauche auf jeden Fall Stauraum und den möchte ich hiermit generieren. Das wird dann hier irgendwie, muss ich schon gucken, seitlich, schräg da reinkommen. Fürs Erste natürlich, wie gesagt, das hier wird alles nochmal neu gebaut. Hier unten, hier oben probiere ich, soweit es geht, fertig zu machen. Da habe ich auch noch eine Matratze mittlerweile für, die muss ich noch ausschneiden und passend machen. Ja, aber ich habe jetzt erstmal hier diese Euroboxen. Da werde ich jetzt gucken, wo die hier reinpassen und dann machen wir das erstmal. Später wird das komplette Hardtop nochmal abgenommen, dann sozusagen 180 Grad auf den Kopf gedreht und dann nochmal abgelegt. Und da muss ich dann so Leisten einkleben, weil ich die Decke hier noch machen möchte. Die soll jetzt auch nochmal verkleidet werden mit so einem Birke Multiplex oder Sperrholz. Und ja, damit ich das machen kann, muss ich das einmal absetzen, einmal umdrehen. Das ist dreimal so einfach, wenn das auf dem Kopf einfach liegt und ich so arbeiten kann, als wenn ich da so richtig bescheuert schön über Kopf arbeiten muss. Da mache ich es mir dann einfacher, indem ich das halt einfach umdrehe, aber das kommt später. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier das fertig kriegen. Ich hoffe, ich komme heute weit damit, weil ich habe jetzt nur noch 2 Samstage. Sonntags kann ich hier keinen Lärm machen in einem Wohngebiet, das macht man einfach nicht. Ja, ich habe noch 2 Samstage. Da muss das Ding dann irgendwie stehen, bevor es dann in den Urlaub endlich mal geht. Aber das heißt, ich habe insgesamt 3 Tage heute plus dann noch 2 weitere und bis dahin muss der Ausbau hier drinnen stehen, soweit man dann oder so, dass man dann halt damit erstmal losfahren kann. Wie gesagt, das ist erstmal nur provisorisch hier, da finde ich dann im Urlaub heraus, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, ob ich nochmal eine andere Aufteilung haben will, bevor ich das gute und wirklich teure Holz dafür opfere. Und genau, da soll das erstmal als Provisorium reichen und dann schauen wir mal, was uns dann auf der Reise auffällt, was man noch verbessern kann. Das Ganze nimmt langsam Form an. Ich habe jetzt hier Schubladenflächen sozusagen gebaut oder so Flächen für die Körbe. Die werde ich jetzt erstmal verwenden hierfür. Danach kann ich die wieder verticken und das alles in richtig machen mit richtigen Auszügen und so Kram. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt erstmal so ein Testobjekt, ein Provisorium, um erstmal herauszufinden, was ich überhaupt brauche beim Campen, was mir daran fehlt, was irgendwie eigentlich schon ganz gut ist, was mir gefällt, was ich dann in das Bessere, was ich dann nach dem Urlaub bauen werde, dann integrieren kann. Ja, also das funktioniert erstmal jetzt schon mal so, wie ich mir das grob vorstelle. Es wird immer mehr Fläche. Vorher war das Ding ja leer und ich wusste nicht so ganz, was ich damit mache. Jetzt hab ich hier 2 von diesen großen Schubladen. Eins hier oben, eins hier unten. Dazwischen kommt nochmal eine Fläche, wo ich so Töpfe und
Pfannen und so ein Schiss reinmache. Und hier kommt noch eine Etage drüber, wo halt ja so ein Korb nochmal Platz findet. Das Ganze muss noch gesichert werden, damit das nicht durch die Gegend fliegt. Ist mir auch schon klar. Aber hiermit kann ich jetzt erstmal herausfinden, wie viele Körbe brauche ich. Also ich muss noch einen holen, genauso wie hier von dem großen Ding. Aber ich kann die erstmal als Maß nehmen, um zu schauen, wo was hinpasst. Weil halt durch diesen Radausschnitt oder Radkasten nimmst du dann natürlich im unteren Bereich Platz weg. Genauso oben, wo die Motoren sind oder wo das Bett zu Ende ist, da kommst du nicht, also normalerweise hast du die Kante von der Ladefläche oben, normalerweise kommst du noch ein Stückchen drunter an der Stelle, wo die Ladefläche sozusagen endet, kommst du halt nicht so weit rein. Das Ganze kann ich jetzt halt da gucken, von der Höhe her, wo was hinpasst. Ja. Aber nun ja, wie schon gesagt, es nimmt Form an. Ich habe nur noch 2 Wochenenden, dann muss das Ganze hier irgendwie fertig sein und ich habe noch ein bisschen mehr zu tun. Also von daher, so funktioniert für auf die Stelle. Ja, das schaut doch fürs Erste schon mal ganz gut aus. Wie schon vorhin gesagt, ich muss jetzt noch irgendwie gucken, wie ich da so Mechanismen dran mache, dass die nicht rausrutschen, die ganzen Dinger. Aber fürs Erste kann das jetzt, glaube ich, mal so bleiben. Ich schaue mal, was ich noch so machen kann. Ich würde sehr gerne noch zum Notfall, weil ich nicht genau weiß, was mit den Motoren hier ist, ne? Falls da mal was kaputt geht, würde ich gerne hier unten nochmal genau in der Größe, wie das Ding hier ist, die Sitzgelegenheit nochmal eine Holzplatte machen, die ich dann eventuell, wenn ich Probleme haben sollte, rausziehen kann und dann irgendwo hier drauf ablegen kann. Ja, damit das dann eine ebene Fläche wird, weil ich werde einfach jetzt erstmal fürs Erste meine alte Matratze hier so im 90-Grad-Winkel hier hinmachen, damit man darauf sitzen kann. Und ja, wenn man dann zur Not hier unten drin pennen müsste, dann braucht man das Hardtop nicht hochfahren. Dann kann das Ganze hier dann ausgezogen werden, dass die Matratze langgelegt werden. Und dann sollte das auch funktionieren, wie gesagt, falls ich Probleme damit haben sollte. Es ist jetzt, wie gesagt, die erste Fahrt damit. Ich bereite mich sehr gerne immer auf eventuelle Vorfälle vor. Und ich bin halt sehr gespannt, ob das so funktioniert, alles wie ich mir das ausgedacht habe. Was mir dabei auffallen wird, wenn ich jetzt 2 Wochen tagtäglich damit unterwegs bin und mal gucken, auf was ich da noch so stoße, an Verbesserungsvorschlägen. Es werden auf jeden Fall welche da sein. Also bis jetzt bei jeder Fahrt, wo ich irgendwie nur ein bisschen was unterwegs war, ist mir irgendwas aufgefallen, was noch verändert werden kann. Und ich denke halt hier auch. Gut, so. Das nächste, was ich wie gesagt jetzt machen werde, ist jetzt hier die Holzplatte drauf machen. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie so eine alte Spanplatte habe, die funktionieren könnte, die ich jetzt erstmal dafür verwenden werde. Wie gesagt, alles hier unten in dem unteren Bereich ist provisorisch. Alles oben probiere ich schon mal, soweit es geht, gut zu machen, dass es dafür fertig ist, bis auf, dass da eventuell noch Fenster reinkommen, weitere und eine Dachluke. Aber ja, alles andere, ob das Bett, ob die Seitenverkleidung und sowas, setzt erstmal final für da oben. Ja, weiter geht's, ne? Das Brett ist schon mal fertig. Ich habe hier nochmal Verstärkung drunter gemacht. Das ist jetzt ein recht dünnes, ich glaube, das heißt MDF, so eine Faserplatte. Hält eigentlich nicht so viel aus, aber ich muss ja nur diesen Spalt hier überbrücken. Hier ist ja noch mein anderes Gestell drunter und dient halt nur zum Notfall, falls das mit dem Hardtop hier nicht funktioniert, wenn ich im Urlaub bin. Wenn ich 2 Wochen unterwegs bin, könnte eventuell viel passieren. So habe ich noch eine Notlösung, die man nutzen kann, indem man dann halt die Matratze einfach hier runterzieht. Die ist ja
wie ich schon vorhin gesagt habe, wie so im rechten Winkel hier platziert, damit man drauf sitzen kann. Das ist die alte Matratze und die kann dann einfach hier hingeräumt werden und man kann sie nur drauf pennen. Ja, was mir jetzt auf jeden Fall noch fehlt, was mir aufgefallen ist, ist noch ein Tisch. Wäre nämlich nicht verkehrt, wenn da mal Scheißwetter ist oder so, dass man auch hier drinnen irgendwie essen kann. Morgens, abends, keine Ahnung was, wenn es draußen am Schiffen ist. Glaube ich zwar eher weniger an den Ort, wo ich fahre, aber sicher ist sicher. Entweder mache ich eine Variante, die hier so läuft, also hier so funktioniert, wo man dann so nebeneinander sitzt, oder eine, wo man sich mal so ein bisschen eindrehen muss, um zu essen, dann wahrscheinlich eher hier, weil dann kann man hier noch ein bisschen kochen oder so. So zumindest der Plan. Mal gucken, wie wir es machen. Das passiert aber jetzt heute nicht. Heute mache ich noch einmal die Matratze. Ich habe mir nämlich noch eine neue Matratze geholt für hier oben. Die ist 7 cm stark. Die ist extra 7 cm, weil wenn ich 10 cm habe, muss das Brett hier im eingefahrenen Zustand ja trotzdem weiter runterkommen, weil die Matratze ja irgendwo hin muss. Und 7 cm waren für mich eigentlich ganz cool. Aber ich habe die jetzt schon bekommen, einmal ausgelegt, mich einmal draufgesetzt. Und ich bin halt komplett bis zum Boden gesackt und dachte mir so, ach du Scheiße, falsche Stärke geholt. Habe ich dann aber mal hingelegt und konnte dann feststellen, boah, das schläft sich auf jeden Fall dann, glaube ich, ganz gut, weil die schon perfekt ist, auch um so ein bisschen sich die Körperform so anpasst. Das wird gut funktionieren und vor allen Dingen ist das ja oben nur zum Liegen und nicht zum Sitzen. Ja, die ist aber jetzt gerade noch auf einem Maß 2 Meter mal 2 Meter. Wenn ich das hätte zuschneiden lassen auf 1,60 Meter mal 2 Meter, wie das Maß dann hier innen drin sein wird, hätte das nochmal 70 Euro mehr gekostet. Und dann dachte ich mir, ja, Moment mal, vielleicht kann man mit den Reststücken noch irgendwas anderes machen in der Zukunft. Aber ich nehme erstmal 2 Meter mal 2 Meter. Die schneide ich jetzt einmal zu und dann lege ich die rein. Ich muss noch ein paar Ausbuchtungen machen hier gerade bei den Stellen. Okay, hier in dem Bereich kommt eh eine große Ausbuchtung von dem Brett oben, aber da in der Ecke und in den vorderen Teilen muss auf jeden Fall noch was passieren. Und irgendwann wird das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das heute auch noch mache, das einmal in Segmente unterteilt. Ihr kennt das vielleicht, so eine, wenn die bucklige Verwandtschaft mal kommt, dann habt ihr also vielleicht so eine Ausklappmatratze, die wie so eine Ziehharmonika zusammengefaltet ist. So wird da später noch Stoff drum kommen, der das Ganze in Position hält, aber dass, wenn das abknickt, sozusagen jetzt nicht den Schaumstoff beeinträchtigt und knickfreist, was weiß ich nicht, sondern der da einzeln in Platten drinnen liegt und sich so bewegen kann durch diesen Stoff, der in der Mitte alles zusammen verbindet. Das aber später. Jetzt erstmal zuschneiden und gucken, was wir da noch machen. Das wird geil. So, das reicht für mich, finde ich, völlig von der Höhe her. So bis zur Decke. Wie gesagt, man kann ja nach unten gehen und für tagsüber ist es halt wichtiger, wenn du, ja, dass du dich einfach aufrecht hinstellen kannst. Das finde ich dann viel interessanter als, sag ich mal, da wo man pennt, zu liegen. Und ich meine, du hast hier, wie man sieht, ey, das ist mehr als genug Platz. Ja, schneiden wir mal so die Sachen da hinten raus und gucken mal, dass die Matratze noch besser reinpasst. So, das erste Mal nach einem halben, dreiviertel Jahr liegt das Ding mal wieder auf dem Boden. Normalerweise hing es ja dann mittlerweile unten unter dem Carport. Das hat den Grund, weil ich die Innenseite sozusagen oder die Decke von dem Ding noch mit so einer dünnen Holzplatte ja verkleiden möchte und über Kopf ist halt scheiße, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich mache für heute aber Feierabend, ich bin komplett im Arsch. Ich gucke dann, dass ich mal die Tage noch so Holzlatten da dran anklebe, damit alles die gleiche Höhe hat und da kann ich dann reinschrauben, damit ich auch mal die Decke wieder abnehmen kann, falls ich irgendwas dran machen möchte, sei es da in der Zukunft irgendwie Lichter oder sowas reinmachen, Kabel verlegen und so ein Shit. Deswegen besser verschrauben. Aber dann kann ich es ganz entspannt machen, ganz entspannt auslegen, ganz entspannt befestigen.
Und das ja, war die Mühe jetzt wert, das Ding runterzuhieven. Das ist schon mittlerweile echt schwer mit der Hand. Mit meinem Vater, der ist jetzt 74, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen mussten wir gerade mit so Seilen über die Ankerpunkte oben dann festhalten, eins nach dem anderen ablassen, damit das Ding irgendwie langsam runterkommt. Aber es hat ja, wie gesagt, wie man es auch sehen kann, funktioniert. Boah, ich bin so matsch in der Birne. Naja, an der Stelle hier beende ich auch mal das Video. In dem nächsten Video wird es dann auch um die Decke dann gehen, wie ich die dann schön mache und noch ein paar Details, um das Ding zu Ende zu bringen, auch an den Schubladensystemen und so ein Kram. Vielleicht sogar auch noch mit dem Schaumstoff, ob man den verkleidet, wenn ich es schaffe. Wie gesagt, ich habe noch 2 Wochenenden, da irgendwas dran zu machen. Bisschen knapp von der Zeit, ansonsten wird das auch wieder ein kurzes Video, das nächste. Am Pickup wird irgendwann auch wieder Neues passieren. Ich habe da einiges vor, einiges bin ich mir schon selber über YouTube am reinziehen, was ich da oder wie ich das bauen kann. Da möchte ich auch zum Thema zum Beispiel Stoßstange selber bauen noch einiges machen. Das kommt dann aber irgendwann in der Zukunft. Ich muss dann auch nochmal mit meinem TÜVer quatschen, was ich darf, was man nicht darf, worauf man achten sollte und, damit das dann halt muy bien ist. Genau, denn ich hätte gerne eigentlich einen Reserveradhalter, den du zur Seite kippst, da dran, den würde ich gerne selber bauen, weil in den USA kostet der so um die 1,7, 1,8 und dann ist er noch nicht mal hier und verzollt, also so 2000 oder mehr als 2000 Euro auf jeden Fall sehe ich nicht, deswegen eventuell baue ich den mal selber. Das aber alles in der Zukunft, ich höre jetzt auf zu labern, vielen Dank fürs Zuschauen, ey, lass gerne ein Abo da, like den ganzen Shit hier und erzähl's den Leuten, was ich hier mache. Ich hoffe, ich konnte dich damit unterhalten. Also, bis denne. Tschö.